Flip spielt heute die ganze Nacht und Flip ist Dirigent. Und jeder klatscht da mit und lacht und summt ganz ungehemmt. Denn wie kommt Maya, steht im dritten Glanz, macht Chibi, Chibi, Chibi. Das haben sie ganz toll gemacht. Und damit herzlich willkommen heute hier zur Eröffnungsveranstaltung der 9. Landesgartenschau in Torgau. Wir sind Maren und Maria und wir werden sie heute durchs Programm führen. Und ganz besonders herzlich begrüßen möchten wir natürlich den Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen, Michael Kretschmer, unsere Torgauer Oberbürgermeisterin, Frau Romina Barth, den Landtagspräsidenten Matthias Rösler, Entschuldigung, Landrat Kai Emanuel und Regina Kraushaar, die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen. Außerdem freuen wir uns, dass Frank Kupfer da ist, der Schirmherr der Landesgartenschau. Wir begrüßen Bettina Klein und Jochen Heinz, Geschäftsführerin und Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, Ingbert Rabe vom Bauunternehmen Eze und Detlef Schulz von Schulzbau GmbH. Und schön, dass auch Sie da sind, Herr Dr. Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leipzig, Ludger Westkamp, den geschäftsführenden Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes und Jörg Junold, den Direktor des Zoo Leipzig. Und natürlich Sie, liebe Torgauerinnen und Torgauer, Gäste unserer Stadt und euch, liebe Kinder. Ja, in den nächsten 5 Monaten wird hier einiges los sein auf der Landesgartenschau. Wir werden ganz viele Künstler erleben. Wir haben ein buntes, vielseitiges Programm. Aber heute, hier zur Eröffnungsveranstaltung, da setzen wir auf die Region. Begrüßen Sie mit uns atemberaubende Radakrobatik aus der Dübener Heide, die Cornellis. This is the
are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my Shelly. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my Shelly. My Shelly. Vorbereitet. Es wurde gebuddelt, gebaggert, gebaut und gepflanzt. Und jetzt ist endlich alles fertig. Circa 100.000 Pflanzen können Sie auf dem Lagergelände finden, die Sie sicherlich mit ihren Blüten und ihren Düften begeistern werden. Und dort hinten in der Blumenhalle wird es 14 verschiedene Ausstellungen geben, alle zwei Wochen eine neue. Und vielen Dank. Und nun bitten wir die Frau auf die Bühne, die sich seit Jahren stark gemacht hat für die Landesgartenschau und die heute, so denken wir, ganz schön glücklich und erleichtert sein wird. Unsere Oberbürgermeisterin, Frau Romina Barth. Liebe Gartenschau-Freunde, lieber Ministerpräsident Michael Kretschmer, liebe Torgauerinnen und Torgauer, sehr geehrte Staatsministerin Barbara Klepsch, sehr geehrter Herr Dr. Rösler, sehr geehrte Präsidentin der Landesdirektion Regina Kraushaar, sehr geehrter Herr Landrat Kai Emanuel, Ihnen gratuliere ich noch auf das Herzlichste zu Ihrem gestrigen Geburtstag und freue mich, dass Sie das Wochenende mit uns verbringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten des Bundes, des Landes, der Kommunen, Vertreter der Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine und Kirchen, die sich heute hier alle zusammengefunden haben. Lieber Frank Kupfer, auch ich freue mich, dass du heute hier anwesend bist als unser Schirmherr, der uns tatkräftig mitbetreut hat. Liebe Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen, Vertreter der Partnerstädte aus Neumoo und Sindelfingen, auch der Oberbürgermeister hat uns heute die Ehre erwiesen, hier zu sein. Lieber Bernd Föhringer, herzlich willkommen auf der Landesgartenschau in Torgau. Sehr geehrter Herr Junhold als Zoodirektor von Leipzig, und sehr geehrte Vertreter von Medien, Rundfunk und Fernsehen, stellvertretend Sandro Vironi vom Landesfunkhaus in Sachsen, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, mit richtigem Fieber und Spannung haben wir den heutigen Tag hier herbeigesehnt. Im Dezember 2016 haben wir den Zuschlag hier in Torgau bekommen und das große Glückslos für Torgau gezogen. Und ich möchte dabei eine Bürgerin ganz besonders erwähnen. Eine sehr hartnäckige Bürgerin namens Annemarie Ketzel-Hilbert, die nach meinem Amtsantritt mich so intensiv bearbeitet hat, dass Torgau sich auf die Ausrichtung der Landesgartenschau bewirbt. Und ich kann Ihnen sagen, am Anfang war ich ziemlich skeptisch, was so eine Blümchenschau für eine Stadt bringen soll. Aber nachdem ich mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich erkannt, was das für eine komplexe Stadterneuerung, für eine Entwicklung ist, für einen Einstieg in eine moderne, familienfreundliche Stadterneuerung der Meisterklasse. Danke, liebe Annemarie. Den ersten Spatenstich konnten wir am 6. November 2019 vollziehen. Und Sie sehen schon, 3 Jahre Planungszeit, Genehmigungszeit, Bürokratie und nur 2,5 Jahre Bauzeit. Wir alle, unser gesamtes Lagerteam, alle Unterstützer, alle Leidtragenden der Baustelle haben längst die 10G-Regel überlebt. Geschuftet, gezittert, gerauft, gepflanzt, geweint, gebaut, gelacht, gefreut, genossen und heute geliebt. Unser Motto. Unser Motto: Natur, Mensch und Geschichte. Torgau, eine Stadt mit Weltgeschichte, schreibt heute
erneut Geschichte mit der Eröffnung der 9. Sächsischen Landesgartenschau hier in Torgau. Es ist uns gelungen, eine einzigartige, nachhaltige, komplexe Stadterneuerung zu schaffen, die ihren Mehrwert in den deutlichen Steigerungen der Lebensqualität der Torgauer und der gesamten Region bieten wird. Wir haben 27,9 Millionen Euro in 24 Hektar und sehr vielen Altstadtflächen investiert, in unfassbaren 29 Monaten Bauzeit. Davon sind 23,4 Millionen Euro an Fördermitteln eingeworben worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das muss erst mal einer schaffen. Ein Riesendankeschön möchte ich an alle fördermittelgebenden Stellen des Landes und des Bundes aussprechen. Ganz besonders danke ich unserem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der Landesdirektion Sachsen, unserer Präsidentin Regina Kraushaar, sowie auch dir, lieber Frank Kupfer, als Schirmherr der Landesgartenschau, dass du uns in jeder Minute immer wieder unterstützt hast. Und wem ich heute nicht vergessen möchte, auch wenn er nicht hier ist, das Ministerium für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt. Er hat sage und schreibe 70% der Fördermittel, 16 Millionen, aus seinem Ressort beigesteuert. Das ist eine beachtliche Hausnummer. Ich glaube, das wird keiner Stadt nach uns wieder so gelingen. Also vielen Dank an den Freistaat Sachsen. Ich möchte dabei auch noch erwähnen, dass er uns in letzter Minute gerettet hat. Sie können sich vorstellen, dass nicht alles immer schön und bunt war auf dem Weg zur Landesgartenschau. Uns fehlten noch 4 Millionen Fördermittel und wir standen kurz vor der Absage der Landesgartenschau. Wäre da nicht Frank Kupfer und der Staatsminister Schmidt gewesen, die sich gewinnbringend für uns eingesetzt haben. Einige Stadträte wollten bereits die Landesgartenschau um ein Jahr verschieben. Wäre da nicht ich gewesen, ehrgeizig, extrem zielorientiert, gepaart mit dem Wissen, ein gigantisch starkes Team an meiner Seite zu wissen und auch ein mega leistungsstarkes einheimisches Bauunternehmen namens Etzelbau, der sich den Großteil der Hauptgewerke und Lose während der bundes- und europaweiten Ausschreibung sichern konnte. Ingbert Rabe vom hiesigen Bauunternehmen Etzel hat in seiner pragmatischen Art und Weise den gesamten Bauverzug von 10 Monaten aufholen können. Lieber Ingbert, ich danke dir von ganzem Herzen, deinem gesamten Team und dir für diesen unermüdlichen Einsatz. Ihr habt wirklich geschuftet bis zur letzten Schaufel heute Morgen. Torgau hat den Anspruch, ein Superstar unter den sächsischen Mittelzentren zu sein. Ein bisschen Übung haben wir damit schon. Die Ausrichtung des Landesernte-Dankfest 2016, der Tag der Sachsen 2018, unsere jährlichen 5 Abendmärkte seit 2020 und nun die Krone der Schöpfung, die 9. Sächsische Landesgartenschau. Diese nachhaltige Landesgartenschau, bei der alle geschaffene Infrastruktur nicht zurückgebaut wird, wird die gesamte Region für die Zukunft positiv wandeln. Vom Bahnhof, Granichspielplatz, Glasiewegebau, Beleuchtung, Etzel Sport- und Freizeitpark, Hittwaldspielplatz, der einmalige Skatepark, die Torgauer Arche mit Namensgebung der Sparkasse, der Deichgucker, der Konzertplatz, auf dem wir uns gerade befinden. Alles wird Torgau nachhaltig danach auch zur Verfügung stehen. Unser Motto ist geprägt von Sehnsüchten der Natur, die Liebe zu unseren Mitmenschen und der Wille, mit dieser Landesgartenschau in die Geschichte von Sachsen einzugehen. Ich danke auch unseren vielen Sponsoren und zahlreichen Baumpaten, die hier auf der Torgauer Landesgartenschau ein natürliches Denkmal hinterlassen und ihre Identität mit uns verwurzelt haben. Stellvertretend möchte ich unsere Premium- und Hauptsponsoren noch nennen: Hittholz, Etzelbau, Schulz Tiefbau und die Sparkasse Leipzig. Liebe Gäste, nun bin ich selbst gespannt, was hier zusammenwächst und was zusammengehören soll. Diese Landesgartenschau wird ihre Spuren hinterlassen. Diese Landesgartenschau wird für jeden eine Bereicherung sein. Und so bin ich dankbar, dass ich Teil eines gigantischen Teams sein durfte. Ich habe jeden Tag mit euch und Ihnen
liebe Vertreter der GmbH und auch des Rathauses genossen und auch die stellvertretenden Firmen, die hier tätig waren. Danke, dass ihr, liebes Lagerteam und das Rathauspersonal, auch der Förderverein, so eine Meisterleistung gezeigt haben. Unseren beiden Geschäftsführern der Landesgartenschau GmbH, Herrn Heinz, ich bin glücklich, dass wir mit Ihnen die letzte Landesgartenschau erleben dürfen. Frau Klein, danke für Ihren unermüdlichen Einsatz, vor allem im Planungsprozess an der Seite vom Planungsbüro C23 und dass wir beide eine so knuffige Arche geschaffen haben und so Sie die kuscheligen Bewohner liebevoll ausgesucht haben. Dem Zoo Leipzig, Jörg Junhold, danke für die unkomplizierte Zusammenarbeit als Partner und Supervisor für die Torgauer Arche vom ersten Gespräch an. Und stellvertretend für das Landesgartenschau-Team möchte ich unsere Mitarbeiterin Daniela Eichler nennen. Sie ist die Superfee des Hauses. Sie hat bis gestern Abend noch geschuftet, hätte man ihr die Schere nicht aus der Hand genommen. Würde sie wahrscheinlich noch jetzt arbeiten. Sie hat ungeahnte Talente, von der Deko bis zum Marketing. Sie ist Mädchen für alles. Frau Eichler, wir hätten nicht gewusst, was wir ohne sie gemacht hätten. Liebe Stadträtinnen und Stadträte, auch Ihnen möchte ich danken, dass Sie für alle Baumaßnahmen auch in Sondersitzungen die Zuschläge erteilt haben und dass Sie auch über 5 Jahre die notwendigen Haushaltsgelder zur Verfügung gestellt haben. Auch ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. Auch dem Aufsichtsrat der Landesgartenschau GmbH danke ich für den Einsatz. Und nun, liebe Anwohnerinnen und Anwohner, es tut mir leid, dass wir Ihnen während der Bauzeit die ein oder anderen grauen Haare beschert haben, dass wir Ihnen auch noch einige Parkplätze während der Durchführung sperren und verlegen mussten. Ich hoffe aber sehr, dass der Mehrwert, den Ihr Umfeld nun bietet und Ihre Freizeitgestaltung nach dem Durchführungszeitraum so einiges an Entschädigung für Sie bereithält. Liebe Mitglieder und Vorstände des Fördervereins der Landesgartenschau GmbH, danke, dass ihr unermüdlich auch unsere Innenstadt mit verschönert habt, die Frühblüherausstellung als Einstimmung organisiert habt, den Kreisverkehr am Ortseingang neu gestaltet habt und mein absolutes Highlight, die Pflege und der Erhalt des Apothekergartens in der Innenstadt und die wunderschönen Blumenampeln. Ich lade Sie gerne ein, nach dem Besuch der Landesgartenschau auch unsere Innenstadt noch zu besuchen. Sie werden einiges Schönes entdecken. Sie erwartet zum Beispiel auch sehenswerte, kostenfreie Areale, die Sie nicht verpassen sollten. Unter den Linden, der Rosengarten, der Schlossgarten, der in seiner Pracht erstrahlende Schlosshof, Residenz des Landrates, der Bärengraben, der Kentschmanngarten, der historische Apothekergarten und der Paradiesgarten. Alles Dinge, die Sie nicht verpassen sollten. Und besuchen Sie dann bitte auch die Sonderausstellung vom Paradiesgarten zur Gartenlaube, Johann Kentschmann und die Torgauer Gärten in der Kurfürstlichen Kanzlei. Und wenn Sie noch eine lustvolle Ausstellung besuchen wollen, künstlerische Aktfotografie finden Sie im Hahnemannhaus. Torgau, wie Sie sehen, hat inzwischen einiges zu bieten und so hat sich laut dem ADAC Torgau zu einer der schönsten Kleinstädte Deutschlands entwickelt. Torgau! Torgau lebt und liebt. Torgau, die Stadt der Begegnung, der Residenz, der Reformation, der Renaissance. Torgau ist eine Stadt mit Weltgeschichte. Heute, an diesem Tag, wird mir besonders bewusst und ich empfinde dafür tiefste Dankbarkeit und großen Stolz, welch Glücksgriff, welch Geldsegen, welche Verwandlungskunst uns allen gemeinsam heute mit dieser Landesgartenschau gelungen ist. Tauchen Sie nun ein in die 9. Sächsische Landesgartenschau und erleben Sie mit uns Natur, Mensch und Geschichte. Willkommen zu Hause, willkommen in Torgau. Herzlichen Dank an unsere Oberbürgermeisterin. Ja, und die eigentlichen Stars der Landesgartenschau sind natürlich die Blumen. Und wenn Sie hier nachher über das Lagergelände schlendern werden, wird Ihnen aber auffallen, es geht nicht nur um Blumen und Pflanzen, denn Torgau hat noch viel mehr zu bieten, vor allem einige Möglichkeiten Sport zu machen, denn Torgau ist eine Stadt, in der man sich gern bewegt und vor allem das Tanzen sehr beliebt ist.
Vorhin haben wir schon die Kinder des Rock'n'Roll und Tanzclub Irene gesehen und jetzt sind die Größeren an der Reihe. Deswegen stehe ich jetzt hier auch alleine, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben. Maria ist kurz verschwunden, denn sie tanzt jetzt mit. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus die Breakdancer aus Frankenberg und die Tänzerin vom Rock'n'Roll und Tanzclub Irene. Bad boy sound. Let's go. Hey, what up? Yeah. 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 Show off that body. You got them dead girls so hot. You working at, you chugging at, you chugging at. Show off that body. Get up. You got them dead girls so hot. You working at, you chugging at. Abusada, abusada, mente. Abusada. Bye.
Leiterin des Rock'n'Roll Tanzclub Irene und die Breakdancer aus Frankenberg. Maria, ich weiß es ja, aber erzähl doch mal unseren Gästen, warum die Jungs aus Frankenberg zu Besuch sind. Ja, also vor 3 Jahren war die letzte Landesgartenschau in Frankenberg. Und wir waren eingeladen zur tänzerischen Umrahmung. Da war quasi die Staffelstabübergabe von Frankenberg nach Torgau. Und da wir als Verein, als Rock'n'Roll Club eingeladen waren, bei den Frankenbergern, der Broken Beat Crew, haben wir gedacht, wir machen die Sache rund und laden die direkt nochmal zu uns ein zur Eröffnung. Und wir sind richtig froh, dass das geklappt hat und dass die Jungs nochmal da waren und uns hier tänzerisch unterstützt haben. Und das alles hier war natürlich vor allem möglich dank der Unterstützung aus Dresden von der Landesregierung, weshalb wir auch sehr froh sind, dass der Ministerpräsident Michael Kretschmer heute hier zu Besuch ist. Und deswegen, Herr Ministerpräsident, die Bühne gehört Ihnen. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kollegen aus dem Sächsischen Landtag, aus dem Kabinett, liebe Ehrengäste, liebe Romina Barth, liebe Freunde aus der Region Kai Emanuel, Frank Kupfer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist großartig, nach diesen 2 wirklich schlimmen Jahren, die wir miteinander erleben mussten, Corona, sich nicht begegnen zu können, immer Abstand zu halten, jetzt endlich, und das Wetter tut sein Übriges, wieder zusammen zu sein und nach vorn zu schauen. Das, was gewesen ist, nicht ungeschehen machen können. Für einen Teil der Menschen war es notwendig, für viele Menschen war es eine Zumutung. Es sind am Ende viele Ungerechtigkeiten, viele Belastungen, die in dieser Zeit entstanden sind. Und man kann sie nicht aus der Welt bringen. Man kann sie auch nicht aufrechnen gegeneinander. Man kann, glaube ich, nur versuchen, einen Haken an diese Zeit zu machen, nach vorn zu schauen, sich neue Dinge gemeinsam vorzunehmen. Und diese Landesgartenschau ist eine wunderbare Gelegenheit dazu. Lassen Sie sie uns gemeinsam nutzen. Lassen Sie uns aus dieser 9. Landesgartenschau, die wir jetzt hier im Freistaat Sachsen erleben können, auch ein Stück weit Kraft und Zuversicht ziehen für das, was wir gemeinsam alles erreichen können. Für die Mittelstädte wie Torgau, eine wunderbare Perle in unserem Land. Für den ländlichen Raum. Für die Regionen, in denen wir leben, die wir gemeinsam auch gestalten können. Und wir sollten uns immer wieder vergegenwärtigen, wer nicht pflanzt, der wird das Blühen nie sehen, der wird nie ernten. Wer nicht den ersten Schritt geht, der wird am Ende auch nirgendwo ankommen. Und die Romina Barth hat so ein bisschen auch über die Probleme gesprochen, wobei der Satz, das muss man erst mal schaffen, diese 25 Millionen Euro zu verbauen oder zu organisieren, natürlich falsch ist. Es muss Frau erst mal schaffen. Und es ist schon so, dass wenn die Oberbürgermeisterin durch die Tür gegangen ist, weil sie wieder etwas bekommen hat bei Frank Kupfer, bei Thomas Schmidt oder bei Wolfram Günther, irgendwie aus der nächsten Tür sie wieder reinkam. Und irgendwann haben wir dann alles abgeschlossen, aber es fehlten am Ende auch noch 4 Millionen Euro. Sie werden erleben, es ist richtig eingesetztes Geld. Und dieser Erfolg ist ein Erfolg der Tüchtigen. Sie haben hier in Torgau alle miteinander. Du hast so wunderbar ganz viele Namen genannt. Das zeigt, es ist ein gemeinschaftlicher Erfolg der Menschen in der Region, die hier arbeiten, die hier leben, zusammen mit den Volksvertretern, die im Sächsischen Landtag und auch im Deutschen Bundestag Verantwortung tragen, hier in der Kommunalpolitik. Ihr habt es gemeinsam geschaffen und darauf können Sie verdammt stolz sein. Wir sind es, ist eine großartige Landesgartenschau. Herzlichen Glückwunsch, Torgau, dazu. Und lieber Herr Heinz, nach 3 Jahrzehnten, nach 9 Landesgartenschau, übergeben Sie das Kommando in neue Hände. Einen herzlichen Dank, dass Sie diese wunderbaren Ereignisse immer mit uns durchgeführt haben, geprägt haben, mit großer Kreativität und Professionalität die Dinge ins Werk gesetzt haben. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen mit Ihnen und auf eine gute Zusammenarbeit auch mit Ihrer Nachfolgerin.
Wir sind als Familie gestern angereist, haben Torgau erlebt, haben die Stadt auf uns wirken lassen, haben uns eingetaucht in die Geschichte und waren danach am Ende in dem Gasthaus Käthe, Herr Käthe. Und ich habe den ganzen Abend auf ein Schild geschaut, da stand: Herzlich willkommen in Torgau, der Stadt der Begegnung, in dem vor über 70 Jahren man einen Friedensschluss gemacht hat und sich geschworen hat, nie wieder Krieg in Europa. Und meine Damen und Herren, dass wir diesen Krieg haben, dass es jetzt auch wieder in dieser Zeit zu so furchtbaren Taten kommt, zu solchen Verbrechen kommt, das lässt uns nicht kalt. Und ich möchte es einfach, weil es so ein schöner Tag ist, trotzdem noch einmal sagen, wir sind in Gedanken bei den Menschen, die jetzt für ihre Freiheit kämpfen, die um ihr Leben kämpfen. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie mit so einer großen Solidarität geholfen haben, hier in Torgau, in der Region Nordsachsen und auch in den Regionen, aus denen die Menschen flüchten. Wir sind in Gedanken und in Taten in diesen Regionen. Wir werden helfen, wir wollen helfen und wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wieder Frieden entsteht, dort und hier in Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen herzlichen Dank den Kollegen aus dem Sächsischen Landtag und aus der staatlichen Verwaltung, dass sie geholfen haben und dafür die Voraussetzungen geschaffen haben, dass diese Landesgartenschau stattfindet. Ich will es noch einmal sagen, wenn wir nicht uns etwas zutrauen, wenn wir nicht beginnen, dann werden auch solche großartigen Dinge nicht möglich sein. Und deswegen bin ich immer, wenn es ganz besondere Ideen gibt für die Regionalentwicklung, für Projekte, die nach vorn, die über das normale Maß hinausgehen, die aber uns alle miteinander voranbringen, Diskussionen geführt. In der Region Leipzig wird überlegt, ob es eine große Bundesbauausstellung geben sollte in den nächsten Jahrzehnten. Viele haben erstmal gesagt, um Gottes Willen, was soll das kosten, wie soll das werden? Ich finde, es ist ein wunderbarer Gedanke, der auch diese Region weiter voranbringt, so wie diese Landesgartenschau uns vorangebracht hat. Es gibt Diskussionen über eine Bundesgartenschau im Freistaat Sachsen. Da gilt das Gleiche, nicht gleich Nein sagen, sondern auch das, was wir heute hier gemeinsam erleben, als eine Möglichkeit sehen, was ist alles denkbar, was können wir alles erreichen. Nicht alles auf einmal, nicht alles gleichzeitig, vielleicht auch nicht immer alles zu 100%. Aber wenn wir uns etwas zutrauen, wenn wir etwas gemeinsam schaffen, dann können wir unglaublich viel schaffen. Vielen Dank, Torgau. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass Gärtnereibetriebe, Baumschulen, Landschaftsgärtner, so viele Betriebe ihre Leistung zeigen können, dass sie einen Bogen gespannt haben und Verbündete aus Leipzig, aus dem Zoo Leipzig gefunden haben, die Sparkasse mit eingebunden haben. Es ist ein großes gemeinschaftliches Erlebnis, was wir jetzt gemeinsam feiern wollen. Viel Freude Ihnen allen. Vielleicht verliebt sich der eine oder andere auch noch mal neu in seine Stadt. Und genau das ist den Jüngsten passiert. La 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 la
ein Musical für Kinder aus gesungenen Geschichten. Und das gab es bis dahin noch nicht. Und auch ich kann mich daran erinnern, dass diese eine Schallplatte am Schallplattenspieler bei meiner Oma stand und fast immer, wenn ich da war, musste ich reinhören. Kennst du denn den Traumzauberbaum noch, Maren? Ja, natürlich kenne ich den Traumzauberbaum noch, denn ich habe das immer zum Einschlafen gehört und kann kaum glauben, dass er mittlerweile schon über 40 Jahre alt ist. Trotzdem ist er immer noch wunderschön poetisch und hat vor allem viele Fans. Und Sie dürfen sich jetzt freuen auf zwei Lieder, das Küsschenlied und Die Erde soll ein Garten sein. Viel Spaß! Ich habe eine wichtige Frage an euch alle. Wer von euch, ganz ehrlich, hat heute noch kein Guten Morgen-Küsschen bekommen? Meine Hand hoch. Du auch nicht? Der Vater hier vorne auch nicht? Was ist denn hier los in Torgau? Müssen wir mal mit den Küsschenbeauftragten sprechen? Hier sind einige da. Herr Kretschmer, Herr Günther, Frau Barth, wo sind die Küsschen alle? In welcher Kasse habt ihr die versteckt? Im Hinterzimmer haben sie bestimmt noch ein paar Küsschen. Oh. Du auch da hinten auch noch kein Küsschen bekommen? Aber jetzt ist mir ein Einfall eingefallen. Wir verschenken Küsschen an alle, die heute noch keins gekriegt haben. Ja. Und wer das Küsschenlied kennt, der singt kräftig mit. Achtung! Singst du auch mit? Guten Morgen, guten Morgen, die Nacht ist verronnen. Guten Morgen, guten Morgen, der Tag hat begonnen. Jetzt Küsschen verschenken an alle, an die Nachbarn, überall Küsschen, Luftküsschen. Und wisst ihr was? Es gibt so viele Kinder auf der Welt, die heute keine Küsschen gekriegt haben und die es nicht so gut haben, hier in der Sonne so schön in so einem schönen Ort hier zu sitzen. Und Moni Lacomi hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Das heißt, die Erde soll ein Garten sein. Ist das nicht passend? Ja. Und dafür brauchen wir jetzt aber dringend Unterstützung hier auf der Bühne. Ja, da kommen sie schon. Das ist der Lager Kinderchor. Großen Applaus für den Lager Kinderchor. Schön, dass ihr da seid. Und Lucky Lacomi hat ein schönes Lied dazu dann geschrieben, die Musik. Und jetzt singen wir zusammen. Die Erde soll ein Garten sein. Los geht's. Die Erde soll ein Garten sein.
soll blühen und gedeihen, dass alles sich dran freuen, dass alle sich dran freuen. Es wächst das Korn, es wächst das Blut, vorbei ist einmal alle Not und alle Kinder werden satt, weil unsere Erde mehr genug für uns zu essen hat. Die Erde soll ein Garten sein, für alle Menschen, groß und klein, soll blühen und gedeihen, dass alle sich dran freuen, dass alle sich dran freuen. Der Garten ist auch wohlbestellt mit allen Dienern dieser Welt. Die Kinder ziehen froh hinaus, besuchen uns von Land zu Land und singen, kommen wir nach Haus. Die Erde soll ein Garten sein für alle Menschen. An die Künstler des Reinhard-Lancomi-Ensembles. Und übrigens, Anfang Juni sehen Sie dieses Ensemble nochmal hier auf dem Konzertplatz an mehreren Tagen mit dem ganzen Traumzauberbaum bzw. Mümmelit das Stadtkaninchen. Also Fans sollten sich die Termine schon mal vormerken und alle Termine finden Sie im Überblick hier im Heft. Und wie Sie sehen, die Laga hat natürlich ein Gesicht, das ist Kira und ein Maskottchen, das ist Theo. Und die beiden wollen wir jetzt mal kurz vorstellen. Kira ist 12 Jahre alt und hat neben der Schule in 3 verschiedenen Fotoshootings die Bilder gemacht für die Plakate und das Programmheft der Landesgartenschau. Und sie kommt natürlich nur im Doppelpack mit Theo. Kira, Theo, kommt ihr mal? Du siehst halt richtig toll aus, Kira. Wunderschön. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Say something, I'm giving up.
Torgau, weil ich sehr gerne hier arbeite, wie man sieht. Ja, hallo Torgau. Ich bin ein Torgauer, ganz einfach, weil ich hier geboren bin. Und zwar in der Innenstadt, in der Ritterstraße. Tja, Torgau, wenn ich daran denke, an die Renaissance-Stadt, an den Kirchplatz, den Schlosshof, das Glasie, die Elbe, das war in der Kindheit unser Revier. Und es ist ganz einfach herrlich und ich betrachte es als ein großes Geschenk, hier in der schönen Renaissance-Stadt in der Heimat leben und arbeiten zu dürfen. Hallo, ich bin Torgauer in, weil ich hier im Team des Kultur e.V. die besten Events in die Stadt holen darf. Hallo, ich bin Torgauer, weil ich tatsächlich hier das Licht der Welt erblickte. Ich bin Torgauer, weil ich für meine Fans da zu Hause bin, wo meine Fans sind. Ich bin Torgauer, weil meine Füße die Wege immer noch finden, die ich zum Tag der Sachsen gelaufen bin. Hallo Torgau, als gestandener Hallenser seit 30 Jahren falle ich hier ein bisschen aus dem Rahmen, aber es gibt tatsächlich eine Sache, die mich mit Torgau sehr innig verbindet, und zwar munkelt man, ich habe hier Familie in Torgau, die Familie meiner Eltern kommt hier aus der Torgauer Ecke, und man munkelt sogar, dass meine Empfängnis hier in Torgau stattgefunden haben soll. Also insofern darf ich für einen Tag auch bei Torgau sein. Vielen Dank. Confess, mach dich schon so.